So, hallo und willkommen zur zweiten Folge hier bei Subsistenz. Wir haben uns ja gestern da in der kleinen Nische zwischen dem Felsen und dem Zaun ausgelockt und wie es scheint, ist alles gut. Wir sind noch da. Vielleicht finden wir hier ein paar Sachen. Ich guck mal hier noch ein Stück weiter. Ihr wisst ja, wir hatten an unserem Lagerplatz einen Zaungast, der sich an meinem Feuer gewärmt hat. Vielleicht ist er dann wieder weg. Ich mag ungern diese Steinzeitfeuerzeuge einbüßen. Eine Kiste. Sehr schön. Mach uff. Her damit. Alles meine. Schön aus mit dem Tor hier. Felsentor mit den sehen ja aus wie Obelisken fast. Wie sieht es mit der Nahrung aus? Da habe ich nur eine Beere und einen Hasen. Ich glaube, ich muss mir auf jeden Fall noch irgendwas schießen. Ich brauche einen Bogen, hilft nichts. Wartet mal. Ja, die kann ich mir schon craften. Da brauche ich hier Dingens, diese. Und Spiele. Und was braucht ihr da noch? Sticks, ne? Fünf Sticks, ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, die Sachen basteln wir jetzt erstmal. Ihr hört es, da kriegt man immer so ein Signal, wenn da was fertig gecraftet hat. Das ist auch geschickt. Da hinten rennt schon wieder einer rum. Versteckt sich unter dem Busch und denkt, ich habe ihn nicht gesehen. Aber nicht mit mir. Hier gibt es gerade nichts zu holen. Das ist ein bisschen schlecht. Auch keine Sticks und keine Heilpflanzen. Alles so Sachen, die ich gut gebrauchen könnte. Oh, da ist auch wieder ein Wolf. War ein Level 1, aber hier hat es mal wieder was. Schön. Hin und wieder braucht man ja auch mal ein kleines Erfolgserlebnis. Da hat es eine Heilpflanze, da noch einen. Gut. Und da hat es auch Sticks. Tja, da dürfte mein Feuer dann heute Abend schon aus sein, wenn ich komme. Wenn ich überhaupt rankomme. Muss ich dann schon das erste Ding ins Opfern. Oh cool, kleine Kiste daneben. Geil hier, Proteindinger. Notration, das ist natürlich Gold wert. Ich habe das da gerade am Busch gesehen. Hier. Ich glaube, da muss ich dann mal auf Hühnerjagd gehen, weil für die Hühner brauche ich, für die Pfeile brauche ich Federn und für die Federn brauche ich Hühner. Habe ich festgestellt. Da hinten ist ein Huhn. Hier nicht gerade ein Wolf in der Gegend ist, das ist ein Hase oder ein anderer, glaube ich, ein Huhn, was da immer gelaufen ist. Da, ja. Ach, renn doch nicht weg, Hühnchen. Da sind die jetzt hingesprungen. Da ist ein Bär. Klasse. Ich krieg da schon wieder Hunger, ich glaube das nicht. Das ist schon wieder hier. Anreißen. Ach verdammt, das war zu langsam. Da ist eine Kiste und noch eine. Oh, coole Sache. Aber der Berg ist schon so komisch. Muss ich mich beeilen. Ich will jetzt vielleicht ohne gerade. Oh, ein Apfel, geil. Und Munition. Ich mag jetzt ohne gerade vor seiner Nase hier rumballern. Gucken wir mal. Ah, scheiße was. Das kriegen wir schon noch. Da brauchst du für die burblichen Hühner 2 Schuss. Das ist ja irre. Da kommt's. Ja, jetzt hab ich's. Das lebt noch. Nee. Es tut mir zwar leid, Hühnchen, aber du rettest mir das Leben. Oh, da kommt schon der Wolf und guckt komisch.
schaffen. Ich glaube, in die Richtung waren sie Bude. Was heißt Bude? Also unser Feuer und unsere zukünftige Bude sozusagen. Oi. Hätte ich ja jetzt beinahe übersehen, den Kollegen. Ich glaube, da hinten liegt eine Kiste, oder? Was ist das? Da spucken wir mal hin, aber das ist wieder ein Wolf, super. Ah, ich habe einen Frosch im Hals und da ist noch ein Wolf. Glaube ich ja wohl nicht. Boah. Schnur. Schnell weg, weg, weg. Renn, renn, renn. Scheiße. Oh ja. Okay, ihr seht, so schnell geht's. Ich muss die Tastenbelegung noch ändern, dass ich schneller auf die Bandage zugreifen kann. Tja, fangen wir neu an. So, ihr seht es. Da, mal an den Felsen, da ist der Totenkopf. Da wird mir praktisch die Position von meiner Leiche angezeigt. Mit ein bisschen Glück zieht der Wolf weiter und dann komme ich da vielleicht sogar ran und kann zumindest mal einen Teil von meinen Sachen retten. Das ist natürlich optimal, wäre das. Und unterwegs schnappen wir uns gleich noch ein bisschen Kram hier. Ja, ihr habt es gesehen, so schnell stirbt sich hier im Spiel. Ich habe den Wolf halt dummerweise auch nicht wirklich richtig getroffen. Das war halt einfach ein bisschen übermütig. Naja, jetzt geht's halt wieder. Vorne los, hier ist auch ein See, guck an. Sehr schön. Ah, hier hat es noch einen Busch und da ist ein Wolf. Wie weg, sonst bin ich gleich wieder Matsch, das wäre natürlich peinlich. Kiste, alles einsammeln, was geht. Ist jetzt, kann das sein, dass es jetzt mehr gibt? Vielleicht weiß das Spiel jetzt, dass ich bedürftig bin. Sozusagen. Ich hoffe nur, dass ich an meinen Toten rankomme da. Eine Karte gibt es ja in diesem Spiel nicht. Wie spät ist denn das überhaupt? Ich muss ja dann auch langsam an den Heimweg. Oh nee. Jetzt sah nicht, der kommt mir hinterher. Oh, das gibt's ja nicht. Renn, renn! Gott sei Dank, er hat von mir abgelassen. Hier ist der Wolf. Hier liegt doch gleich irgendwo meine Leiche, könnte es sein. Ach nee, ist noch weiter. Hier liegt ein Haufen Zeug rum. Nimm's. Jetzt haben wir aber viel gefunden hier. Wahnsinn. Ja, was ich sagen wollte, ich werde wahrscheinlich die Bandagen. Wo ist denn jetzt das Totenkopf-Symbol hin? Sehe ich es nicht mehr. Hä? Ach, da hinten. Okay. Die Bandagen auf eine andere Taste legen. Die machen wir gleich mal zu 3. Das blaue Licht brauchen wir eh nicht. Ach, scheiße, da ist ein Bär. Und dann, dass ich da vielleicht schneller Zugriff drauf habe. Wo ist der jetzt hin? Da hinten läuft er. Und der will natürlich schon in meine Richtung. Clever. Muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Da unten liegt irgendwo meine Leiche. Ich
glaube 10 Minuten oder so liegt die Leiche. Also da hat man eigentlich immer die Chance schon irgendwie ranzukommen. Aber da ist der Wolf. Oh, nerv mich nicht, Kollege. Gibt's doch nicht. Oh, geil. Munition. Und jetzt kommt der Bär hier ohne angesetzt. Ja, das ist der Wolf wahrscheinlich, der mich getötet hat. Werde ich den irgendwie los? Ich muss einmal, glaube ich, komplett rum, dass ich von der anderen Seite hin schleichen kann vielleicht. Ach, hier ist aber wieder die Stelle, die schöne. Da bin ich ja schon fast wieder am See. Da bin ich ja fast zu Hause gestorben. Das ist ja praktisch. Jetzt läuft er zu meiner Leiche hin. Das ist ja ein Kasperle. Supi. Das ist ein Level 4, ne? Mit dem brauchst du mich ja gar nicht erst anlegen. Da wundert mich das nicht, dass der nicht so viel. Scheiße. Wo ist der? Level 2. Super. Dann hab ich schon zwei Leichen hier rumliegen. Ich bin ja etwas. Der Bär ist noch gerannt. Aber wohin halt, ne? So. Ja, ich soll so ein Ding bauen, aber das bringt mir ja jetzt noch nicht viel. Ich habe ja noch nicht mal eine Basis. Das ist jetzt zum Glück nicht weit. Das Problem ist halt, es werden ja immer mehr Viecher, die sich dort rumtreiben. Ich komme ja da gar nicht mehr an mein Zeug ran. Warum? Weil ich wieder geil auf die Kiste war. Ich glaub, die Gier hat mich in den Tod getrieben, sozusagen. Na, jetzt gucken wir mal. Vielleicht kommen wir an mein Zeug ran. Wäre ja auf jeden Fall mal sehr wichtig. Okay, nehmen wir alles mit. Ist ja klar. Oh, eine Wasserflasche. Das ist gut. So, da ist die eine Leiche. Da ist wieder der Wolf, Level 2, das ist der, der mich gekillt hat. Und hat mich auch schon entdeckt, klasse. Schnell weg. Oh, Level 5. Ich glaube, ich kotze. Der soll mal weggehen. Ich glaube, meine andere Leiche ist jetzt schon weg, kann das sein? Rennen wir mal schnell dann über. In der Hoffnung, dass wir wegkommen. Steht er da und guckt bei meiner Leiche. Das ist natürlich klasse. Ja, die andere Leiche ist glaube ich weg. Die ist jetzt schon gespawnt. Das ist scheiße, aber. Oh nee, jetzt kommt er hierher gelaufen. Keine Chance gegen den, denke ich mir mal. Wie komme ich da jetzt am besten ran? Ah, jetzt. Yes. Okay. Oh, das Zeug haben wir erstmal. Sehr schön. Du guckst du doof, hä, Kollege. Gut, nur die andere Leiche ist weg, aber dann ist es halt so. Ein bisschen was haben wir halt eingebüßt. Aber wir haben schon noch ein bisschen was. Ein Apfel. Ah, mein Hähnchen ist weg und mein Gockelvieh. Muss ich natürlich jetzt wieder was finden. Ich brauche für die Nacht was zum Futtern. Da ist schon mal ein Hase. Obwohl, ich gehe glaube leichter auf Hühner. Oi, oi. Wegen den Federn, die ich da unbedingt brauche, für die Pfeile zum Köpfen. Da ist mal lieber ein Huhn schießen. Oder zwei oder so. Ach,
So, ja, ich steppe mein ganzes Holz ist ja nur weg. Ich muss schon anfangen, Holz zu hacken. Naja, machen wir das gleich mal. Da haben wir auch nicht viel. Langt nicht für den Bogen. Nee. Müssen wir noch sammeln. Hilft nicht. Hase. Der Baum gibt schön viel Herde. Jetzt ist Schluss. Schluss wird lustig. Ich dachte, ich hätte irgendwo eine Kiste stehen sehen. Oh! Halt! Wollte ich ja die Bandage hinziehen. Jetzt bleib doch stehen, Göppelvieh. Da, meine. Ja, das ist tot. Kiste gibt's ja nicht, oder? Wir könnten ruhig mal ein paar Kisten mehr aufstellen. Vorher habe ich so schön viel gefunden. Da ist wieder ein Bär. Muss man gleich aus dem Weg gehen. Hilft nicht. Es wird dunkel, ich gehe zurück Richtung Basis. Alles andere wäre jetzt Frevel. Oh, das ist der Bär. Ich habe fast vergessen, dass der da rumsteht. Ja, ihr seht, das Überleben ist gar nicht so ohne hier. Du bist ständig eigentlich permanent damit beschäftigt, irgendwas zu sammeln, zu suchen, zu erlegen. Machst du das nicht, hast du ein Problem. Ah, eine Kiste. Die ist abgeschlossen. Brauche ich da irgendeinen speziellen Schlüssel? Habe ich da irgendwas? Oder kann ich die aufklopfen? Nee. Da gibt es bestimmt einen Schlüssel. Kann ich nur den craften? Nee. Nee, kann ich nicht. Seltsam. Also, holen wir uns gleich nach hier Ding jetzt. Halt, den habe ich ja gerade. Wieder am See unten und ich hoffe, dass dieser Bär sich da nicht häuslich eingerichtet hat in meinem Feuer. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Und eigentlich, dass der über Nacht da angerannt kommt. Das wäre auch ein bisschen schlecht. Gucken, ob hier ein Wolf ist. Ne, im Moment nicht. Die Stelle ist natürlich schon auch cool hier. Altmetall oder was liegt hier? Ah ja. Ich muss mich beeilen, es wird leider stockduster. Problem. Ich
Also Wolf, aber der wird mir jetzt nicht gefährlich. Es sei denn, er kommt hier noch zum See, was ich nicht hoffe. Ich hoffe, dass der Bär weg ist, aber ich glaube schon, dass der jetzt weg ist. Nee, ist er nicht. Ja, scheiße. Dann ist das eine schlechte Sache gewesen, dann muss ich umziehen. Aber das kriegt man hin. Ich weiß auch schon wie. Wo ist der? Ist da weggelaufen. Auf jeden Fall würde ich gern am Wasser bleiben. Wo ist denn mein Feuer? Hier. Und das kann man nämlich hier versetzen, das Feuer mit. Ihr seht es unten rechts, Dismantle und Move. Und ich will das versetzen. Und da gehe ich einfach mal auf die andere Seite rüber. Ich hoffe nur, dass nach dem Versetzen das Inventar noch drin ist. Das weiß ich nämlich nicht. Oder warte mal, machen wir es anders. Ich nehme das Zeug mal raus, vorsichtshalber. Ich glaube, das Triol kann ich nicht wieder rausnehmen. Und probiere es nochmal. Da wollte mir das jetzt nicht so weit versetzen. Vielleicht muss ich das auch schrittweise versetzen. Ja, oder ich baue es ab. Egal. Machen wir es so. Da kriegen wir, glaube ich, die Hälfte von den Ressourcen wieder, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ein bisschen was haben wir wieder gekriegt. Und die Dinger haben wir ja noch, also... Oh, jetzt wird es ja wirklich aufgehen. Gehen wir mal auf die andere Seite vom See. Da hoffen wir, dass da ein bisschen angenehmer ist. Ich muss mich jetzt beeilen, es sind schon bloß mal 11 Grad. Und wärmer wird es heute nicht mehr. Oh ja, ich schwimme bei dem Wetter. Hier, hä? Ich sehe nicht mehr, also hier. So, was war jetzt da? Was muss ich da haben wieder? Sticks, noch ein Stick brauche ich. So, dann können wir das Campfire basteln. Dann geht das ganze Spätchen von vorne los. Ja, da können wir schon mal das Hühnchen zerlegen. So, einmal Fleisch, einen Apfel haben wir, zweimal Beeren. Und dreimal Federn. Okay. Hä? Habe ich nicht gerade Sticks gebaut? Ich dachte, ich hätte gerade Sticks gebaut. Baum, dann hacke ich den noch um. Dann haben wir wieder was. Okay. Ah, jetzt habe ich zwei Campfire gebaut, ich Depp. Oh, nee. Jetzt habe ich gepennt. Naja, egal, jetzt haben wir es halt. Und jetzt ist es halt schon so. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ins... Setzen wir mal hierher. Das, dann trinken wir hier was. Und holen schnell Wasser. Oh, jetzt friert er schon, siehst du? Oh, nee. Da nicht hierher kommt und Feuer angelockt wird. Die haben doch normal Angst vor Feuer, die Tiere. Das war natürlich jetzt kacke. Jetzt bist du vor dem Bären sicher, jetzt kommt nachts der Wolf und überfällt ein. Und nicht so berauschend. Ich glaube, der ist weitergezogen. Aber er schleicht sich von hinten an, dann hab ich da Arschkarte. Das will im Auge behalten. Rein, dass wir Platz haben. Hier kann ich noch nichts machen. Nee, da brauche ich
Ah, Mann, mein ganz schönes Zeug weg. Naja, hilft nicht. Okay, ich glaube, der ist weitergezogen. Besser ist das. So, das Wasser ist schon mal so weit. Und das ist auch soweit. Sehr schön. Essen wir gleich. Oder ich warte mal noch einen Moment. Ziehen wir mal hier runter. Das essen wir nachher, denn bevor der Tag anfängt. Jetzt gucken wir mal noch, dass wir die Nacht halbwegs vernünftig über die Bühne kriegen. Schlafen kann man ja hier leider nicht. Der Spiele, wo man so die Option hat, einfach sich hier mit dem Schlafsack unter den Baum zu legen und dann vergeht die Nacht so im Zeitraffer. Aber das ist hier nicht vorgesehen oder noch nicht vorgesehen, weiß ich nicht. Hier ein bisschen auflegen. Ich hab was gehört. Nachts allein in der Wildnis, das ist wirklich eine reine Nervensache. Wenn du von jedem Geräusch aufschreckst. Finger, die tue ich wieder da rein. Was machst du jetzt mit dem Campfire? Oh, ich muss jetzt wieder gut sammeln gehen. Ich habe ja fast nicht mehr. Durst habe ich keinen mehr im Moment. Pfeile. Meine, ich hatte ja schon Gewehrmunition und dann wird alles weg. Alles weg. Oh, es scheint zu dämmern. Schon wieder bearbeiten zufällig? Nee, geht noch nicht. Aber es wird hell, schön. Sag mal, das sieht ja aus, als wenn der auf dem Klo hockt. Okay. Oh, das sieht doch fein aus. Langsam heller wird jetzt, 15 Grad am Feuer. Kalt. Es ist außerhalb vom Feuerradius. Ah, 5 Grad, ne, da bleiben wir noch ein bisschen am Feuer. Besser ist das. Ach, da rennt schon wieder der Wolf rum. Level 1 ist das, ich glaube, den muss ich killen. Obwohl, der spawnt ja eh wieder neu. Mal für den Fall, dass der sich ja hertraut. Jetzt geht er wieder weg. Vielleicht versetze ich mein Feuer noch ein Stück da hinten. Ja? Ich mal probieren. Cool, wenn es so eine Insel gäbe, auf die ich drauf nisten kann. Aber das gibt's nicht. Ich habe auf dem anderen See keine Insel gesehen. Naja, wir werden sehen. Wir werden ja dann jetzt, wollen wir erstmal den ganzen Tag wahrscheinlich damit verbringen, hier Sachen zu looten. Und dann uns mal drum kümmern, dass wir uns eine kleine Bude bauen. Holz immer noch 5 Grad. Oh, mein Timer schreit schon wieder. Es wird schon wieder Zeit, die Segel zu streichen.
okay. Also, dann würde ich doch sagen, wir machen es uns noch mal kurz am Feuer gemütlich. Es wird jetzt hell und warm. Das heißt, wir können das Feuer löschen. Ach nee. Das gefällt mir nicht. Ein Bär, fuck. Tja, und da werde ich wahrscheinlich meine Leiche nicht mal looten können, wenn die da im Wasser liegt. Tja. Das ist eine unsichere Stelle. Okay. Also ich renne noch schnell darunter und schaue, ob ich meine Leiche looten kann. Wenn ja, dann ist das klasse. Und wenn nein, dann... ja, dann ist das halt so. Dann beenden wir die Folge mit einem erheblichen Misserfolg. Aber wir werden schauen. Das ist ja deprimierend. Ich habe, glaube ich, 7 Mumpeln in den reingepumpt. Und der war Level 1. Das ist ja wirklich übel hier, die Geschichte. Das ist natürlich immer noch klar. Oh, da ist er. Alter, ist das lästig hier mit den Bären. Sind aber aufdringlich. Der hat sich doch tatsächlich früher morgen hier angeschlichen. Geht mir auf den Zünder. Unglaublich. Schauen, ob ich meine Leiche finde. Mir ist es das letzte Mal, als ich ein bisschen rumprobiert habe, auch passiert. Oh, da ist ein Wolf. Schnell weiter. Dass ich direkt am Zaun gestorben bin und dann lag meine Leiche hinterm Zaun und da bin ich natürlich auch nicht rangekommen. Da habe ich halt meine Kiste liegen sehen und bin nicht rangekommen. Klasse. Da hinter dem Zaun. So, da hinten ist der Bär. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert, dass ich da rankomme. Ah ja. Sehr schön. Können wir alles schnappen. Also, dann haben wir ja wieder ein bisschen was. Gut. Das Fleisch muss ich essen. Das hilft nichts. Das verdirbt mir sonst. Eine Beere habe ich wohl eingebüßt, wie es aussieht. Da hatte ich nämlich 2,8. Alles immer das, was man im Inventar da unten hat, das büßt man wahrscheinlich ein. Ne? So wie es ausschaut. So, was sagt mein Campfire? Da ist noch alles da, das ist gut. Fuel ist noch da. Also dann in diesem Sinne würde ich sagen, hocken wir uns hierher. Und freuen uns auf die nächste Folge. Also, bis bald. Tschüss.